Musst du jetzt auch weinen? Lieben und herzlich willkommen zum siebten Türchen des Obachts Feel Good Adventskalenders. Falls ihr neu seid, kurze Info. Ich werde im Dezember täglich ein Video hochladen zu den Themen Selbstliebe, Achtsamkeit, glücklich sein und so weiter. Und es gibt auch noch jeden Tag was ganz Tolles für euch zu gewinnen. Die Aufgabe, um an dem Tag bei der Verlosung mitzumachen, findet ihr immer in der Infobox und ich erwähne sie auch nochmal im Laufe des Videos. Und wenn ihr bei der Verlosung des 24. Türchens mitmachen wollt, das ist ein größerer und auch ein bisschen teurer Preis, dann schaut in den Videos 1 bis 24 nach den Sternen und zählt die. Alle Verlosungen von 1 bis 24 gehen bis zum 28. Dezember. Das heißt, du musst nicht an dem Tag, an dem das Video online ging, die Aufgabe erfüllen, sondern du hast alle Zeit der Welt, beziehungsweise bis zum 28.12. Und bis dahin kannst du auf jeden Fall noch teilnehmen. Das war die allgemeine Information für euch, dass es da keine Missverständnisse gibt. Und jetzt geht's auch los mit dem heutigen Thema, nämlich Dankbarkeit. Ich finde, Dankbarkeit ist auch eine der grundlegendsten Dinge im Leben, die einen glücklicher machen. Ich rede nicht von einer allgemeinen Dankbarkeit, da kommen wir aber noch zu im Laufe des Dezember, das ist auch an einem Tag Thema. Nicht die Dankbarkeit für, ich bin dankbar, dass ich gesund bin und jeden Morgen aufstehen kann und dass ich eine schöne Wohnung habe oder, ne, das, also nicht so eine Dankbarkeit, sondern wirklich die Dankbarkeit bestimmten Personen gegenüber. Das vergisst man, finde ich, viel zu oft und gerade an Weihnachten kommt man vielleicht eher mal auf die Idee. Ich habe auch heute schon mal ein Video hochgeladen, heute gibt es also zwei, das verlinke ich euch mal hier oben und da zeige ich euch ein paar Inspirationen, um sich bei jemandem zu bedanken und das in Kombination mit Weihnachtsgrüßen. Wie gesagt, an Weihnachten kommt man vielleicht eher mal da auf die Idee, jemandem Danke zu sagen und ich finde, das ganze Jahr über sollte man einfach dankbar sein und das auch zeigen. Das heißt nicht, dass man jetzt teure Dinge kaufen muss, jetzt auch an Weihnachten, um jemandem zu danken, sondern dass man einfach das Ganze wertschätzt. Und das wird meiner Meinung nach viel zu oft vergessen. Auch angefangen bei mir, manchmal den Eltern gegenüber. Sind viele, ich bin sehr dankbar, aber es gibt auch einige, die sind es leider nicht und sehen das alles immer selbstverständlich und alles und die Eltern müssen immer alles für einen tun. Müssen sie nicht wirklich, aber ich finde auch da kann man mal wirklich von Herzen Danke sagen. Und das Ganze lässt sich aber auch noch außer Familie übertragen, bei Freunden, bei Bekannten, bei Nachbarn. Ich finde es immer schön, wenn sich jemand bei mir bedankt und noch lieber bedanke ich mich bei anderen. Und das können kleine Dinge sein oder für kleine Dinge kann das sein. Das kann einfach auch nur mal, dass man einfach sagt, hey, ich wollte dir einfach mal von Herzen Danke sagen. Das kann schon reichen. Man kann aber auch mit kleinen Aufmerksamkeiten einfach mal Danke sagen. Mit einem Blümchen, mit Schokolade, whatever. Aber wie gesagt, das Materielle ist hier aus meiner Sicht gar nicht so wichtig, sondern einfach nur der Prozess des Dankbarseins. Denn das gibt einem auch so eine Zufriedenheit und so eine Wertschätzung des Ganzen gegenüber. Und macht mich zumindest echt glücklich. Und bevor wir zur heutigen Aufgabe kommen, die ihr euch vielleicht schon denken könnt, schauen wir mal, was es heute zu gewinnen gibt. Hinter Türchen Nummer 7 verbirgt sich für euch ein Kreativset von Edding. Zu einem dieses Brush Pen Set. Da könnt ihr ganz schöne Farbübergänge zaubern. Porzellanmarker, Edding Nagellacke. Mit diesem Set könnt ihr auf jeden Fall auch endlich mal kreativ werden. Und wie wäre es zum Beispiel mit einer handgeletterten Dankeskarte? Die Aufgabe heute. Ich möchte, dass ihr Danke sagt, dass ihr euch bei jemandem bedankt. Ich möchte jetzt nicht vorschreiben, wie ihr das zu tun habt, per WhatsApp, per Anruf oder persönlich. Persönlich ist natürlich immer ein bisschen schöner. Ihr werdet sehen, dass ihr bei dem anderen so eine Freude auslösen werdet. Meine Stimme geht gerade weg. Dass das ein ganz tolles Gefühl für euch sein wird und euch ein bisschen glücklicher machen wird. Heute bin ich mal wieder sehr, sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir von euren Erfahrungen berichtet und somit auch an der Verlosung teilnehmt. Und das Ganze findet wie immer hier auf YouTube statt und auch auf Instagram. Ihr könnt auch gerne bei beiden kommentieren, da sind eure Gewinnchancen natürlich noch höher. Und ja, ich wollte auch heute nochmal Danke sagen. Zum einen, Gott, jetzt kommen schon die Tränen, an meine Familie, dass sie mich so unterstützen. Oh Mann. Und
vor allem letztes Jahr so extrem unterstützt haben, wo ich halt echt komplett am Boden war und in meiner Krankheit. Und danke dafür. Und an meinen Freund natürlich. Und auch an euch. Oh, Mann! Danke. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr diesen Kalender so toll mitmacht und dass ihr mich so sehr bereichert mit euren Kommentaren. Und danke, dass ihr immer noch da seid oder wieder oder neu. Ihr seid großartig und danke. Okay, was ist denn los? Nix, warum? Warum? Weil du auf dem normalen Telefon anrufst. Ach so, da habe ich mich verwählt. Ich wollte eigentlich auf dem Handy anrufen. Mutti, ich wollte dir mal Danke sagen. Dafür, dass du immer für mich da bist und was du auch vor allem im letzten Jahr für mich getan hast und so. Musst du jetzt auch weinen? Nix, ich wollte dir einfach nur Danke sagen. Das ist Richtig. doch normal. Ich hab dich auch lieb. So, bevor die Tränchen gleich aus dem Auge kullern, ich kann sie noch drin halten, also sind schon da, aber noch nicht, ne? Kommt hier zu dem Türchen von gestern und hier kommt ihr zu dem nächsten Türchen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben und danke. Bis morgen, 17 Uhr.